Wir waren gerade am Balaton. Vielleicht hast du das letzte Video gesehen. Hier oben ist es nochmal eingeblendet. Jetzt gerade auf Zwischenhalt hier in Budapest für eine Stunde. Wir warten auf unseren Zug. Und ich dachte mir, nutzen wir die Zeit doch einfach mal hier und machen ein paar Gespräche. Aber nicht wie in altgewohnter Manier mit schönem Dress, sondern mit einem ganz normalen Kleidungsstil und einem Pikachu-Hut. Ja, den setze ich mir jetzt auf. Sehe ich natürlich noch ein bisschen schicker aus. Und dann schauen wir doch mal, ob wir hier die eine oder andere Dame kennenlernen. Ich bin gespannt. Ja, okay, die hatte offensichtlich keine Lust auf mich. Ich hätte ja noch mal nach der Nummer fragen können, aber ich kam mir beim ersten Gespräch auch ziemlich dumm vor. Ich fühle mich ungefähr so, wie die meisten Männer sich am Anfang ihrer Ansprechkarriere fühlen. Heißt, ja, einfach komisch. Es ist komisch, so Frauen anzusprechen, aber ich bin mir sicher, wir schaffen das, dass wir uns hier noch eine Frau klären. Hi, excuse me. Sorry. I just saw you over there. You are absolutely beautiful. I just want to tell you. Yeah. I'm sure you get that all the time though. Yeah. I was just wondering if I can grab your Instagram or something. Facebook. Oh, I don't use Facebook. Oh, I don't use Instagram. In Germany, we don't use Facebook anymore since 5 years, I guess. Yeah, I mean, Facebook is usually for the grandmas. You know? Yes, and so, for me. Because you're a grandma, obviously. Yes. You don't look like a grandma. TikTok. TikTok. You have TikTok, but no Instagram. TikTok and Facebook. Okay, give me your Facebook. Maybe I have an old account. Maybe I have an old account and I will add you there. But there will be a picture of me when I'm 18 years old. But maybe put it in my note app then, okay? That's you. Okay. Gabriela, nice. Gabriela, nice to meet you. Have a good day. Bye. Ciao, ciao. See ya. Yeah, it's hard against the sun, you know. Ciao, ciao. Ja, hat ja tatsächlich funktioniert, hätte ich gar nicht gedacht. Vielleicht hat es mir auch nur aus Mitleid gegeben, ich weiß es nicht. Aber jetzt habe ich Lust, noch eine Hübsche kennenzulernen. Sorry, excuse me. Hey, you have a really nice dress, I wanted to tell you. Oh, yes, and I feel a little bit stupid with my head right now, but it's so sunny, you know. Are you from here? I'm from Hungary. Oh, see ya. See ya. Ich denn. I'm from Germany. I have my... Are you in Siget Festival or...? No, I was at Balaton with my friend to make some vacation, and I have friends here, so I visit them right now because then I go to Vienna. Vienna is my home, you know. Oh. And yeah, and you go to shopping or? I go to the pharmacy. Ah, okay. I go to meet my friend. The pharmacy. Okay, thanks God I never go there because I do sport and I'm never sick. Yes. I was just wondering if I can grab your Instagram or something. Yes. What's your name, by the way? Anita, so it's not Esther, Henry, because usually girls here are Dori, Esther, Kitty. All my Hungarian friends, you know, like these names. Yeah, I make a photo of it because I don't have good internet here, so I will just do it later, okay? Wait. Yeah, it's strange because my Austrian internet is not working well here in Budapest. They don't like me, you know, like. So it was nice to meet you. Da hat's ja tatsächlich nochmal funktioniert, hätte ich nicht gedacht, aber... Ja, sie hat sich über das Kompliment gefreut und ich habe versucht, so normal wie möglich zu wirken. Ich habe mir einfach vorgestellt, ich habe diese Mütze nicht auf. Vielleicht kam es rüber, ich weiß es nicht, aber ja, die würde ich auf jeden Fall daten. Wir haben unsere Zeit gut genutzt und ich denke mal, ich konnte dir zeigen, dass es auch funktioniert, wenn man nicht immer top gestylt ist. Wenn man ein paar Dinge richtig macht. Disziplin, das Ganze durchzuziehen, ist natürlich das Wichtigste. Aber natürlich muss man auch lernen, ein paar Dinge im Gespräch bzw. im Flirt auch richtig zu machen. Wenn du das lernen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Hier ist irgendwo unter dem Video ein Link für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und dann erkläre ich dir gerne, wie eine Zusammenarbeit mit mir aussehen kann, wie wir dich an deine Ziele bringen, auch ohne Pokémon-Mütze. Und natürlich, lass dem Video noch ein Gefällt mir da, wenn es dir gefallen hat. Und kommentiere mir gerne mal, was ich vielleicht noch mal so Verrücktes machen soll. Würde mich interessieren, vielleicht setze ich es sogar um. Also, wir hören uns am Telefon, bzw. sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Bye, bye.